Herr Präsident, die Organisation vom Spitalswesen ist eine von den grossen und wichtigen Pilier von unserem Gesundheitssystem. Der Spitalsektor wird mal ganz öffentlich und solidarisch finanziert und beruht im Prinzip vom universellen Zugang für jeden unabhängig von seiner finanziellen Situation. Die meisten von uns kennen und sehen Spitäler aus der Perspektive vom Patienten, respektive von dem, den ein Patient besichtigen geht. Aber wenn ich selber Patient als das eine unangenehme Situation, zumindest aber ein ganz sensibel, weil sie per Definition an die intimsten Bereiche von einem Mensch angreift. Du hast eine absolute Notwendigkeit, dass am Spitalswesen der Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen am Mittelpunkt steht. Man muss aber auch feststellen, dass das nicht immer der Fall ist. Das ist vorhin schon nur geklungen, Beispiel von der Organisation von Urgenzen, also einfach bei ganz vielen Leuten zu heftiger und berechtigter Kritik gefordert wird, an noch am Moment noch am Gängers zu feiern. Gleichzeitig misst den Ursprung von der Spitalsplanung sind sowohl auf die aktuellen Probleme anzugehen, dadurch, dass er sie erkannt wird, und Lösungen dazu zu proposieren, wie auch den Kader zu schaffen, für zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. An die Herausforderungen für die nächsten Jahre sind komplex und vielfältig. Krankheitsbilder ändern sich. Der medizinische Fortschritt muss am Interesse vom Patienten enkadriert gehen. Die Altersstruktur von der Population und damit auch von potenziellen Patienten evoluiert. Auf jeden Fall zu Lützeburg, die Population wächst. Also wächst ganz schnell. Gerade zu Lützeburg ist also die Planung von der Organisation vom Spitalswesen essentiell. Und die Zentralfrage ist, als das Gesetz, diesen Text, den wir hier vorlegen, und ob der Hecht von den Herausforderungen. Wir mengen, dass die Antwort mitigiert ist. Wir begrüßen als Hecht, dass die Planifikation hospitalière über Gesetz geschieht, und nicht über Grand Reglement Grand Ducal, weil eine Recht Obligation, ein Gesetz zu machen, würde dann möglich, dass hier in der Chambre intensiv kommt, darüber diskutiert gehen und dadurch also doch zu einer öffentlichen Debatte kommen, einer kontroversen, kontradiktorischen Debatte, die auch dementsprechend gefordert wird, mit der auch geholfen wird, den ursprünglichen Projekt an verschiedenen Punkten zu verbessern. Wie punktuell, Verbesserungen bedeuten nicht automatisch, dass es dadurch auch schon ein gutes Projekt ist. Für das zu verstehen, muss ich vielleicht ein bisschen an der Zeit zurückgehen und gucken, in welchem politischen Kontext ein entstanden ist. Wir hatten für 5 Jahre am Juli 2013 eine erste Konsultationsdebatte über den zukünftigen Spitalsplan. Aber wenn sich die Debatten nur liest, dann stellt die fest, dass du ganz viel von vielen Seiten geschwärzt gehen hast über Kostenreduzierung und Kosteneffizienz. Wir waren damals 2013 Matzen an der Hochzeit von der Austeritätspolitik. An alle Bereiche. An überall ist geguckt gehen, für an echter Linie Ausgaben raufzusetzen. Und an diesem Esprit, also eben noch dieses Projekt entstanden. Und daran besteht als Hauptkritik. Auch haut mir den an diesem Text nach der Geist von einer Spurpolitik, die zwar am Verlauf von den Erbischen teilweise aufgeschwächt gauf, aber der hier Logik sich noch immer durch den Text zieht. Und am offensichtlichsten ist das für uns um Fäh von der Begrenzung von der Bettenzahl. Auf jeden Fall an einem offensichtlichsten am Fall von der Begrenzung von den Akutbetten, die den allergrößten Teil von den Spitalsbetten durchstellen. Weil das schon so erstaunlich, dass den eine Spitalsplanung für 10 Jahre mischt, an ein ganz restriktives Maximum an Betten definiert, die an den Spitälern zur Verfügung stehen. Wir mengen, dass den Doma der Pferd von Hannen abzäumt. Es grenzt ihn nämlich den Spielraum für zukünftige Entwicklungen extrem an, und da hege den Doma den Druck, ob alle Guten bedeligt, ob Spitäler, ob Doktoren, ob Pflegepersonal, möglichst kosteneffizient zu schaffen. Und ich bezweifle allerdings, dass das in der Realität immer am Interesse vom Patienten ist. Weil die Gefahr besteht, dass hier mit seinen individuellen Bedürfnissen mit so einer Approche zu kurz kommen. Die begrenzten Bettenzahl wird in anderem Doma begründet, dass es am Spitalsektor drin gibt, den Virage ambulatoire vorzuholen. Also, dass Patienten eventuell Mäuse einen Angriff am Spital gemäht kriegen und Oves rum daheim können sehen.
an der durch die Entwicklung proportional manner besser an Zukunft gebraucht gehen. Den Virage ambulatoire ist eine zweischneidige Geschichte. Engerseits kann sicherlich der medizinische Fortschritt dazu führen, dass bestimmte Angriffe für den Patienten manner belastend sind, da das eine positive Entwicklung an die auch schon am Gang ist. Und natürlich ist jeder Patient froh darüber, so sehr es geht, um auf den Beinen zu sein und daheim zu sein. Aber wenn der Virage ambulatoire nicht anständig enkadriert ist, dann riskiert er, ein Alibi zu sein, für Kästen raufzusetzen, zu spuren und damit den Patient immer mehr zum unangenehmen Kästenfaktor zu machen. Und so ziemlich schiedverengen mal wie den zu diesem Gesetzesprojekt verfasst steht, dass den ominösen Virage ambulatoire auch justement nicht enkadriert ist. Dazu sind Doktoren, das sind Pflegepersonal, das sind Salariatskummer, die von einer Nebulös schwätzt, und das sind so gute Staatsrot. Weil die ambulante Behandlung feiert zwar dazu, dass der Patient mannerlange Spezialsbett besetzt, aber sie bräuchte aber, wenn sie konsequent 34 will, ein klaren Enkadrement für einen Normangriff, das heißt doch am außerspidolischen Bereich. Denn Virage ambulatoire misst eigentlich eine Zucht Jarnäer sein, zwischen Spital und Pflege daheim, und bräuchte auch dafür an unseren Ohren einen eigenen Kader. Davon ist an diesem Text hier kein Rätsel. Was bleibt, ist den Druck, Bettenzahl proportional zur Populationsentwicklung zu reduzieren. Der Spitalsplanung zugrunde liegt die Karte Sanitär, die eine Zucht Bestandsaufnahme ist von der aktuellen Situation und auf der ihre Grundlage Projektionen an Zukunft gemäht gehen. Von vielen Seiten ist kritisiert, gehen, dass die Zahlen aus der Karte Sanitär just schwer nachvollziehbar sind und du weinst, geht sogar an der Fiabilität von diesen Zahlen gezweifelt. Für allem aber gehen, und das schenkt uns am bedenklichsten, Projektionen und den zukünftigen Besuchen auf Ruhestand. Und effektiv. Zu Lützeburg werden bei der aktuellen Entwicklung an 10 Jahren zwischen 100 und 150.000 Einwohner mehr leben. Das stellt als Land für eine große Herausforderung auch gerade am Spitalsektor. Und dafür ist es für uns nicht nur vollziehbar, dass bei so einer stärker demografischen Entwicklung gleichzeitig ein ganz restriktiven Deckel auf Bettenzahl gelöst wird. Und dabei ist auch die Wissenswill auf Frontalien nicht mit angerechnet, die darüber hier im Land sind und noch medizinisch Besuchen haben. Überhaupt bedauern wir, und auch da sind wir nicht allein, dass bei diesem Projekt nicht der Versuch in der Holginas über unsere Grenzen wegzudenken, an Partnerschaften oder Kooperationen mit unseren europäischen Regionen zu sichern. Herr Präsident, wenn wir an Europa rundherum uns gucken, da sind wir ganz besorgt über neoliberale Tendenzen in vielen europäischen Ländern, die darauf aufzielen, Santé als Markt zu sehen. Ein Markt, an dem gewinnorientierte Unternehmen versichern sich, auf jeden Fall ihren Aktionären, saftig Profite zukommen zu lassen. Aber wir werden als vehement dagegen, dass Santé publique, die Gesundheit von den Leuten, zu einer Würde degradiert wird. Zuletzt haben wir in den letzten Jahren am Main ähnliche Tentativen gesehen, notamment von verschiedenen Multinationalen im Bereich von den Laboratoren. Dadurch ändert sich natürlich der Wert von einer Blut- oder Urinprobe. Diese an einem öffentlichen Labor gemacht, dann ist der Wert von so einer Probe demokratisch festgelegt. Geht man dagegen von einem Betrieb definiert, da geschieht das an einer Profitlogik. Da gehen verschiedene Proben ökonomisch mehr rentabel wie andere. Und dadurch gehen Entwicklungen losgetreten, wie wir es auch schon zu Lützeburg gesehen haben. Dann brennt nämlich eine Kompetition in verschiedenen Aktivitätsbereichen oder im Tippen von Analysen, die besonders lukrativ sind. Die vielen Privatlaboren, die mittlerweile wie Champignons aus dem Boden wissen, machen das Entwicklung sichtbar. Die wissen Rentabilität von den Laboren zieht Investoren und die natürlich nach mehr Rentabilität wollen. Zu Lützeburg ist das ganz aktuell. Für eine paar Monate reicht, als der größte lützeburgische Betrieb an dem Bereich von einem Schweizer kanadischen Investmentfonds abgekauft gehen. Nur dem, an ein paar Jahren für die Chance von den, also der Betrieb schon ein paar Jahre für die von einem anderen Investmentfonds abgekauft gehen aus. Das ist also ein ganz rentables Business, wo riesige Margen erzielt gehen. Das verschiedene Aspekte weisen, dass Privatisierung von verschiedenen essentiellen Services am Spitalswesen zu perversen Entwicklungen führen können. Und das ist das Contraire
von der soi-disant gesunder Konkurrenz, von der Fjodrun mei Vierredner geschwärt hat. Dürfer begreissen wir ausdrücklich, dass zumindest Proben für Anapath, respektive genetisch Dispositionen zu diagnostizieren, vom LNS ausschließlich dürfen gemäht gehen, an dieser Beschränkung auch eine gesetzliche Basis kriegt. An diesem Punkt unterstützen wir die Regierung voller Ganz. Gerade bei diesen Proben erscheint uns, den hier das Resultat oft über Leben und Tod entscheiden kann, dass diese Proben nicht einer privatwirtschaftlicher Logik sollen ein Erwurf sein. Herr Präsident, es wird wohl kein überraschen, dass ein Aspekt, der noch relativ wenig zugeschwert ging, dass mehr, was die Beschäftigung von Doktoren angeht, stark Sympathien für ein Modell von Médecins Salariés haben. Ein Modell, den doch schon zu Lützburg geht, an dem auch seine Prüfen gemäht wird. Damit will man natürlich nicht sagen, dass das die Lösung von allen Problemen wird. Mit entspricht auch einer reellen Demand von einer Rutschdoktorin, und gerade jungen Doktorin. Ich denke noch nicht wie andere, dass das zu einem massiven Mangel an Doktoren feiern geht, weil auch der Médecin Salarié auch besoin Überstunden machen kann, sowie alle Salarié am Kader vom Code du Travail. Und auf der anderen Seite wohne ich aber auch zu bezweifeln, ob die Qualität von der medizinischen Arbeit unbedingt an die Leute geht, wenn ich bis 50, war 60 Stunden geschafft wird. Und das ist unabhängig vom arbeitsrechtlichen Statut. Aber wenn ich sicherlich lange Brede über vier Nachteile von den zwei Modellen diskutieren könnte, fand man aber schön, dass zumindest ein Propos vom Conseil Supérieur des Professions de Santé nicht zurückgegriffen ging. Und das ist Propos, dass zumindest die Mediziner, die den allergrößten Teil von ihren medizinischen Aktivitäten am Spital selber machen, mit Apparaten, die von der öffentlichen Hand finanziert sind, dass zumindest bei denen in seriöser Weise überlegen sollte, sie als Salarié anzustellen. Herr Präsident, Planung als etwas Wichtiges, wenn ich in Zukunft präparieren will. Ein neues Land leidet seit Jahren unter einer mangelnden oder inkohärenten Planung, und das an ganz vielen Bereichen. Den Ansatz von der Gesundheitsministerin ist sicher richtig, nicht nur willen, einen Spitalsplan aufzustellen, sondern eine Planung, also einen dynamischen Prozess, der regelmäßig evaluiert und auf Besuch kann angepasst gehen. Wir müssen leider feststellen, dass diese Planung an einem zu viel engen Kursle stattfindet und dass wichtige Elemente davon nicht konsequent durchgeführt sind. Wir zweifeln noch darum, dass aktuelle Missstände, wie zum Beispiel bei den Urgenzen, durch diesen Text können verbessert gehen. Und das müsste aber die Aufgabe von so einem Projekt wie den heute zumindest auch sein. Wir vermengen wir, dass trotz verschiedenen und punktuellen Verbesserungen par rapport zur aktuellen Situation diesen Text nicht auf der Höhe ist, und dafür können wir ihm auch nicht als Zustimmung geben. Wir werden uns enthalten. Zunächst merci. Nächste Rednerin ist Madame Martine Mergen.